Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Leider noch ein bisschen erkältet, erkrankt, wie auch immer. Da hinten glitzert irgendwas rum. Nicht der Bärenhonig, sondern das da hinten. Irgendwas ist da hinten. Gut, das holen wir noch mit. Dann holen wir hier die Nebenquest. Wir wollen noch zu einem Bärendude, eventuell noch zu Nicolo, eventuell Nebenquests machen und auch die Sache mit Carina mal weiterbringen. Wir müssen ja da die entfesselten Benevolona noch bezwingen. Das machen wir auch. Und das hat natürlich extreme Vorteile für unsere Chars, da wir da immer ein bisschen was Wunderschönes freischalten. Warum ist hier eine neue Kiste? Warum habe ich die nie geholt? Was geht denn hier ab? Ich mache ganz merkwürdige Dinge hier. Welcome. Ne, wollen wir nicht. Gut, alles klar. Ist hier überhaupt ein Bärendude in der Nähe? Keine Ahnung. So. Brettern wir mal weiter. Wie gesagt, wir können auch noch Nebenquests machen. Ich habe gerade offcam drüber nachgedacht, wie kann man überhaupt den Skill jetzt von Morley wirklich super geil nutzen. Und es würde eigentlich Sinn machen, hier den Zeitstopp zu machen. Neugieriger Nachwuchsmagie-Elixier. Suche im Mylos-Wald nach Murt. Also, ja, Mylos-Wald wäre vielleicht noch interessant. Magie-Elixier war MP-Erhöhung. Das hier ist nicht die Quest, die uns angezeigt wird auf der Map, oder doch? Keine Ahnung. So, bla bla, bla bla, irgendwas voll in die Hände gespuckt. Spuckergarn, jo, alles klar. Gibt Gold und so weiter. Ne, doch, war die Quest. Ich gehe einfach mal ein Gebiet weiter und dann schauen wir mal. Das nächste Gebiet war doch der Mylos-Wald, oder? Ja, und vielleicht wäre es sinnvoll, hier den Zeitstopp zu machen, dann die Hälfte der TP zu rauszuhauen. Vielleicht kriege ich das hier gerade mal hin. Habe ich zufällig? Ne, habe ich nicht, aber machen wir es trotzdem mal so. So, hier den da. So, dann machen wir den. Dann könnte ich hier entweder Münzwurf machen, weil ich ganz gemütlich da rumwerfen könnte. Was super viel Damage macht. Aber ja, die Gegner hier fallen einfach so schnell jetzt um. Das müssen wir uns dann mal bei stärkeren Gegnern reinziehen. Hier im Mylos-Wald habe ich, glaube ich, auch keinen Kaktus gefunden, oder? Hängt der auch wieder irgendwo rum, weil die hängen oft in dem besagten hier Beitrag, den ich gelesen habe, hingen die oft irgendwie dumm rum. So, wir sollen hier irgendwas finden. Ist hier was? Ich bin eigentlich in einem Bereich, wo ich was finden darf. Ist vielleicht... Oh, achso, da chillt ja einer. Ist es der oder was? So, Junge, ab nach Hause. Murt, ich brauche Magie-Punkte und so. Ein Magieserum. Tschüss, mach's gut. So, können wir machen. Wir sollten vielleicht mal verschiedene Quests auch abgeben. Was mache ich da? Ganz merkwürdige Dinge. So, die Gegner fallen einfach zu schnell. Was anderes, was... Achso, ich könnte es jetzt testen, wenn ich eine... Oh, ey, Leute, die fallen einfach zu schnell um. Was soll ich machen? Da geht nichts. Wir müssen zu einer Arena oder so, um noch ein, zwei Tests zu durchlaufen. Auf der anderen Seite sind die Tests auch relativ useless. Hier Spuckergarn. Ach so, da sollten wir die Gegner umbollern. Ah, und das sollen wir wahrscheinlich finden. Mega geil. Jo. Und Spuckergarn ist noch umzuhauen. Komm, dann machen wir das gerade. Und dann hat sich die Sache hier. Ja, ich würde gerne ein paar Damage-Tests und so weiter machen, aber die sind halt so schnell down, dann machen wir das, wenn nochmal Gegner kommen, wo ich es überhaupt machen muss. Wenn ich es nicht machen muss, dann haue ich sie halt um, ist mir auch egal. Hier 8000 Damage, tschüss. Auch das ist noch zu verbessern mit Klassenangriff normal drin, ne? Ich habe jetzt Klassenangriff Plus drin. Ja, klar. Alter Schwede. Wie gesagt, Bärenhändler wäre noch eine Alternative. Ich wollte mal gucken, wenn ich hier die Gegner treffe, ob die irgendwie so ein Symbol bekommen von wegen Verteidigungsreduktion jetzt. Durch unseren Debuff, den wir da auf die Gegner drauf donnern. Ah, Spuckergarne sind auch schon erledigt. Traumhaft. Ist das wieder das Sound oder höre ich wieder irgendeinen Kaktus irgendwo rumhängen? Man weiß es nicht. Vielleicht kriege ich es ja jetzt mal hin und zwar folgendes. Man könnte so den Zeitstopp machen und dann auf einen Gegner halbiere die TP machen. Aber ihr seht, bis ich das ausgewählt... Das können wir mal bei einem Boss machen oder so. Scheiß drauf.
Die fallen so schnell auf dem Schwierigkeitsgrad hier um, das ist Wahnsinn. Hängt hier irgendwo ein Kaktus rum? Macht das irgendwie Sinn? Nee, wir gehen zurück, ne? Hier, Endbruch, nee. Vertus Ruh, nee, auch nicht. Doch, Endbruchklippen, da wollen wir wieder hin. Dann geben wir, wie gesagt, den Krempel ab. Ja, und vielleicht, ja. Sollen wir mal eine Nebenquest-Runde machen? Macht halt auch keinen Sinn, solange ich nicht die Statuserweiterungen habe, ne? Und, nicht mehr so anfällig gegen gewisse Schadensarten bin und bla bla bla, ne? So, was mache ich da? Ja, also, für mich ist klar, Morley gehört ins Team. Er ist einfach so ein krasser, schneller Offensiv-Damage-Macher. Klar, ich kann natürlich hingehen und kann sagen, ja, hier Vale mit Elementarverzauberung oder sowas knallt da auch richtig rein. Also, jetzt haben wir, glaube ich, 500.000 Lucre insgesamt irgendwann mal angespart gehabt. Die habe ich aber jetzt nicht im Besitz. Die muss man nur irgendwann mal gehabt haben. 224.000 habe ich. Oh. Ja, aber dementsprechend wird der Münzwurf dann vielleicht auch noch krasser, was dann dafür spricht, zum Beispiel noch einen schweren Durchgang NG Plus zu machen, um dann noch weitere Lucre abzustauben und dann einen 2-3000er Hit rauszudonnern. Ich weiß gerade da oben hin. Einen 2-3000er Hit rauszudonnern mit dem Münzwurf und so weiter. Wenn er überhaupt so gut ist, die andere Frage. Ja, und will ich als dritter, also Karina dann wahrscheinlich wirklich als zweiter Charakter, ist auch Remco noch dabei, ist noch ganz sinnvoll, macht auch noch ein bisschen Damage, stresst ein bisschen rum. Jo, bla bla, jo, alles klar, oh, danke, bitte, tschüss. Ah, hier, Herold Zepter des Waldes. Kann das gerade irgendjemand tragen, das Ding? Du nicht, ne? Nee. Nee. Nee, logischerweise nicht. Wahrscheinlich ist es hier der Kollege, ne? Ja, da kann ich es aber jetzt auch nicht auswählen. Nee. Kann ich es nicht auswählen. Das Zepter. Das Zepter könnte auch bei ihm sein. Er hat ja auch so Zepter, ne? Ich sag jetzt einfach mal, die sind nicht so gut. Keine Ahnung. Warum auch immer ich so Dinge sage, obwohl ich keinen Plan habe. Das müssen wir dann sehen, wenn es eine Waffe gibt, die auch für unsere Klassen jetzt elementar sind. So, erhöht die maximale MP um 2. Das ist halt die Frage. Ich bin mir noch nicht sicher, welches Teammitglied ich wirklich mitnehme. Morley recht sicher. Karina auch recht sicher. Und die ist ja halbe Zauberin. Die soll ja später buffen und so ein Kram soll die machen, ne? Dann würde ich es mal ihr geben. So, gut, alles klaro. So viel dazu. Nee, dann gehen wir mal zu Namanna. Nee, Quatsch, ich gehe mal dahin und mach mal hier den da. Wir machen mit Karina weiter, sag ich. Wir gehen in ihr Dorf, dann gibt's dort wieder Gelaber, dann dürfen wir in den Westen im Dorf weglaufen hier in... Boah, ich hab's vergessen, jetzt ist es wirklich zu lang her. Longlen oder sowas, kann das sein? Tal der Winde, da fällt's mir wieder ein. Oder? Oder Dorf der Winde oder sowas. So. Nur, wo war das? Ja, das Ruh. Ja gut, da wollen wir jetzt nicht hin. Ne, müsste da vorne sein, ne? Genau. Sehr schön. Alter, ich hab ja voll den Plan. I mean, I didn't picture coming home at all. Is everyone okay? No matter what, you should be proud of what you've accomplished, Karina. Isn't that right, Ramco? What's up with this wind? Whoa! Veil of wind? More like veil of hurricanes. You live like this, Karina? Are you kidding? No one lives like this. A Benevedon is behind this gale. I'd bet lucre on it. Speaking of which, where is it? Fairy! Hey, fairy!
Nothing. Nary a peep from Fairy. She may have been blown off course before she arrived. Well, we should probably check with the chief anyway. Out of everyone in town, he's most likely to have an idea of what's going on in the Vale. Rede mit den Dorfbewohnern hier. Ich habe noch eine Nebenquest erledigt, durch Zufall. Dankeschön. Jo, wir haben irgendwelche Keulen weggebollert. Gar kein Thema. Geisterimpuls. Was war das wieder? Habe ich das schon mal bekommen? Erzeugt eine Druckwelle. Gewährt eine hohe Chance, den Gegner zu betäuben. Süß. Gut. Gut, die ganzen Betäubungschancen und Statuseffektchancen, die wollte ich mir auch noch reinnehmen. Und wir können hier super viele Nebenquests nochmal starten. Die fallen echt vom Himmel mittlerweile. Hallo an euch auch. Why would the Alms and Solgod return here to the Vale? You should be en route to the Mana Tree. The wind howls unabated. Is this not because you have failed to do your part and complete your duty as the Alms? No, you got it all wrong. The storm is because of the Benevedon of Wind. That's why we left the Sanctuary in the first place, to defeat those monsters. All this time, I assumed this was just the manifestation of the prophecy of disaster. Tell us where Besseroth is, please. The Wind Sanctum. But you must not venture there again, Karina. Shiryu has already tried. We have not heard from him since. I will not lose more people to that terrible place. Shiryu disappeared? Why didn't you go after him? The path into the Wind Sanctum has been blocked by a large boulder. We have tried everything to make it budge, but it's no use. There is nothing more you can do, Alms. I suggest you return to the Mana Tree and fulfill your duty. I told you, defeating the Benevedons is part of our duty now. We're here to save the Vale, you stubborn dummy. What's not clicking? Karina, it would be unwise to anger the Benevedon further. Well, now that I know where the Benevedon is, we're finished here. I've got nothing more to say to you, Chief. Time to hit the road, everybody. Let's go save Shiryu from whatever trouble he's in at the Sanctum. Karina and the Chief are at each other's throats as usual. Ist Shiryu nicht der Typ, der vorne gesessen hat und uns die Nebenquest noch gerade abgeholt hat? War das nicht so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Oh, du bist es. Der nie aufpasst. Ich habe noch einen Brief für dich. Jo, alles klar, machen wir. Wohin auch immer, mach ich. Gar kein Problem, wir haben sonst gar kein Problem. Nach Rata, gar kein Thema. So, jetzt aber Liebesbrief, Geistserum, auch nicht schlecht. Ja, halt wie gesagt, diese New Game Plus Durchgänge, da habe ich schon irgendwie Bock drauf, weil ich auch irgendwie gespannt bin, ob und wie die sich noch lohnen, sage ich mal. Um Charaktere hochzuleveln, hier alles Mögliche einfach durchzuklicken und so knappes Entkommen. Mhm. Achso, den haben wir doch schon gemacht. The Peaks des Todes, genau. Alles klaro. Der ist schon weg. Der ist schon kaputt. Alles klaro, tschüss. Das war die komische Eule da. Gewährt eine 50% Chance, dass eine erlittene Wertesenkung wieder aufgehoben wird. Wie gesagt, dagegen sollten wir, denke ich mal, wenn ich es richtig checke, bei Karina unempfindlich werden. Wenn wir den Skillbaum hier wählen, Wind, ne? Was ja auch ihr Skillbaum ist. Also wir würden uns gar nicht weg von den Skillbäumen bewegen. Wobei der Karagura-Tanz Plus erst hier hinten kommt. Also im New Game Plus oder im Endgame oder wie auch immer. Leider Gottes. Um die Verteidigung aller Gegner zu senken, auch krass. Bis dorthin könnte man natürlich auch noch auf anderen Sachen bleiben. Zum Beispiel sowas. Senken den Angriff des Gegners bei jedem Treffer um 10%. Bis zu maximal 20% werden die dann auch noch schwächer, wenn Ramco die angreift. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Zumindest mal die Statuseffekte sind nicht schlecht. Und dann hinten raus, eventuell mit dem Karagura-Tanz plus da geht's richtig ab. Eventuell.
So, habt ihr zufälligerweise auch neue Waffen und Rüstungen hier oder sowas? Wäre zwar ziemlich schwachsinnig, aber man weiß ja nie. Deshalb würde ich gerne mit dir quatschen. Nee, da wird's... Doch, tatsächlich. Wollte gerade sagen, da wird's hier normalerweise eingeblendet. Aber, achso, jetzt haben die alle diese Endgame-Waffen oder was? So verstehe ich das jetzt mal. So, gehen wir uns noch hier die Nebenquest abholen. So, Yoshi, bla, Schneiderin, jo, Fleisch, Dornenschnäbel, gar kein Problem, machen wir. Dafür gibt's wieder Lucre. Da kommt jetzt kein Hinweis, da ist auch nichts. Gut. Alles klärchen. So, Nebenquests habe ich alle aufgesammelt, ist doch so, ne? Action haben wir auch keine. Storymäßig können wir weiter und ich glaube, unser Kaktus sollte eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, sollte der eigentlich hier irgendwo rumchillen. Ich werde ihn wohl geholt haben. Wie gesagt, in diesem Beitrag, den ich da irgendwo gelesen habe und da Bilder gesehen habe, da war der hier. Und da ist er auch. Leco Mio und ich habe ihn übersehen die ganze Zeit. Ist das bitter? Oh, jo, alles klaro. 23, dankeschön. Gut, wenn man so einen Blick für die Sachen hat, dann wird's schwierig, ne? Ne, der ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber da sieht man, dass man gut nach den Listen da gehen kann. Aber so oder so scheint es irgendwann keine so große Auswirkung mehr zu haben. Besseroth's doing, to be sure. I believe it's meant to be a warning. Oh, there you are, fairy. Flying in this weather has been difficult. Anyway, what are you going to do about the boulder? I don't see what the big deal is. Flamey can take us over it in no time. Also, was ich damit sagen wollte, die ganzen Kaktusdinger da bringen eigentlich jetzt nicht so viel, ne? Klar, das sind eigentlich alles Zeitbeschleuniger. Rabatte bei irgendwelchen Händlern, wo du nicht farmen musst, Gold oder halt hier diese Seelenkristalle. Ja, oder halt EP. Aber wenn ich das Spiel zwei, dreimal durchspiele, wenn ich eh ins New Game Plus gehe und so weiter, spielt das wohl auch nicht die große Rolle, wann ich da ausgelevelt bin. Glaube ich zumindest mal nicht. Das kann eigentlich kein Problem sein. Long time ago, yeah. I went to the Sanctum once when I was training as an oracle. I tried to protect Ramco from a sudden violent gust of wind, but I got hurt. That's how I lost one of my wings, actually. Ramco never showed any interest in returning home after she brought me back to Longren. Maybe she wanted to forget all about the incident, but the longer we wait, the more I worry about Shiryu. Wounds of the body heal faster than wounds of the heart. We should look for another way in. Yeah. Best not to push her too much. In that case, do we attempt to ascend? Something tells me the people of the Vale would rather we got rid of the rock. But they mentioned they've been unsuccessful so far. I've got it! We gather the whole village together and push. Huh? It's a big town. Bigger than Verdius, at least. And we can help too! I think we have a shot, is all. Everyone might have given up on moving this thing before they even got started. No one knew that it was a Benevedon's doing, after all. It's worth a shot. I'll go back to the Vale and talk to the villagers and see if anybody will lend us a hand. When I first met you, nothing could make you lift a finger for the Vale. True, but surely you noticed that I've since matured into a lovely, responsible alm. Y'all wait here. Don't cause any trouble on the way. Und jetzt kommt sie alleine wieder. I'll visit the chief and I should talk to mom and dad. I guess I better get the other oracles on my side too. The rest of the Vale is sure to join us then. Och nee, Leute, muss ich das jetzt wirklich noch zocken? Das darf doch nicht wahr sein. So, zuerst zum Dorfältesten, meinst du? Vielleicht hat das hier irgendwie
Spielt das hier vielleicht irgendwie eine Rolle? Der war doch hier, oder? Das warst doch du. What is it? Were you not finished with all you had to say to me? I'm back because there's one more thing to say. We took a look at the boulder and we think we have a plan. But we need the whole village to work with us to move it. Corina, I realize you are trying to help, but what do you think a few additional hands will accomplish? Besides, Vessaroth placed that rock there for a reason, and far be it from us to anger the Benevedon by ruining its inscrutable plans. But that's... Know that it is my responsibility to keep the people safe. I cannot ask them to court danger by helping you defy a Benevedon. How exactly do you think this is going to end up for you, huh? You think everyone is safer keeping their heads down and pretend like that monster doesn't exist? According to legend, Dragonfolk once soared through the air until the Benevedon of Wind took away our flight. Wings useless, our tribe was forced to live upon the ground. Whether this is fact or fiction, we dare not bring Besseroth's anger down upon us again. That's an old fairy tale that I know you heard from Shiryu. And speaking of Shiryu, you can't even be bothered to go looking for him in the Wind Sanctum! I cannot allow you to come to harm, even for the sake of another of our tribe. The alms are too precious to send on a fool's errand. So you're sacrificing Shiryu because you're scared? The same reason you're just letting the Vale get pummeled like this. We can but trust in the winds of fate to spare us, Corina. Ugh, you're a terrible chief if you're willing to put people in danger just to keep the status quo. Coward! How dare you speak to your... Das war so klar. Die wird sich jetzt mit jedem anlegen und alleine wiederkommen. Well, now I've gone and done it. I was supposed to convince the chief not yell at him. I know the chief has his reasons, even if they're stupid ones. I get why he doesn't want to risk endangering the villagers. I get it, but... I just can't help getting mad when I get talked down to like that. Hey, Dad. Mom. Corina. How are you, honey? How's Ramco? That's the spirit. You're shaping up to be quite Alm-like. You know, reliable and confident. Now that you mention it, what's the Alm of Wind doing here instead of the mana tree? Don't tell me you've abandoned your sacred duty, Corina. No, no, no. I'm still on the pilgrimage, believe you me. We're just taking care of other urgent business at the moment. Like what, young lady? Like defeating the Benevedon rampaging in the Wind Sanctum? That's why I'm here. I need help with the boulder blocking the way. That does sound urgent, but what can we do? Nothing, that's what. That boulder isn't going anywhere. And even if we could move it, what then? You run off into the jaws of danger to fight a Benevedon? Honey, you could get hurt. You were appointed the Alm. You can't be so reckless anymore. Fantastic. You still have no faith in me. You think I'd lose against the Benevedon? Or that I'd run away from my duty? See what you did? You accused her of running away. What was I supposed to think? Alms don't just visit home after they leave on the pilgrimage. I know, but if you weren't trying to shift the blame, then... Stop fighting! It's like all you ever do is argue with each other and lose your temper and scold me! Our tempers? Look who's talking, Missy. Everything that comes out of your mouth is either a whine or a complaint. Oh, don't start, you two! You know what? Fine, forget I even asked. If you're not gonna help me, then I'm not gonna waste my breath begging. Corina. Oh no, not again. I keep messing this up. I forgot how quickly we get into arguments in this household. Komm, jetzt verscherzt da nicht bei jedem, ruf einfach Ramco und flieg über den Felsen drüber. Wie wär's damit? Wir müssen es selbst machen, Leute. When will I
Ja, ein Gespräch müssen wir ja noch führen. Das war hier der geweihte Typ da, oder? Der uns zum Geweihten gemacht hat, wie auch immer, oder? Der Prüfungstyp, der Windprüfungstyp. Da oben ist er, bestimmt. Vielleicht. Ah, ne, die Händler? Okay. Sind das die Händler? Ne, sind auch nicht die Händler. Irgendwelche Leute halt. Freundinnen von früher. How's the wind dying going? Remember, you've only got 4 years to master it before the fairies do. Give us a break. We're trying, but we can't exactly practice with all these gale winds raging through the veil. No, you're right. I'm sorry for teasing you. So, you're back in Longrin. What about finishing the pilgrimage? About that, I have a request. The path into the Wind Sanctum is blocked, and I mean to do something about it. There's no way! People already tried to do something about the boulder, and nothing worked! That rock just does not want to give way. That's why we have to get everyone to help at the same time. Once we move it, I can enter the Sanctum and defeat the Benevedon. You want to go into the Wind Sanctum again? But Karina, you might get hurt! And then what'll we do? That's all anyone ever says to me. Do you want this windstorm to last forever? You'll never be able to do the dying again. Oh, so now you're worried about the wind dying. You couldn't care less before you started your journey. We asked you to help summon the fairy and you refused. She only came once you finally relented. Thank the spirits. And here you are, asking for favors from the very people you left out to dry. You want the boulder gone? Do it yourself! Excuses, excuses. When did you get so hard-headed, Nagi? You know what? I think I will go move that rock. And once I do, that'll teach you to doubt me. Okay, that was definitely my fault. Before I was named the Yom, sure you and Ramco were the only ones who had my back. Of course I didn't feel like helping the rest of the Vale. But it's too late to apologize for that now. I could explain myself until I'm blue in the face, and it won't change what I did. Come on, Karina. Great. That was our last ray of hope. I don't think anyone will give me a different answer. I'm just fighting against the air current at that point. Well, there's no use waiting around here. Better go back and deliver the news to Val and the others. Die haben eh damit gerechnet. Now I get to go tell everyone how I couldn't convince a single person to help. Sorry, everyone. It didn't work. It's not your fault, Karina. No, it is. I left Longrin on such a sour note before. My own mistrust of people came back to get me. I didn't place my faith in them, so why should they place any in me? In fact, the original reason I wanted to become an Alm was to get out of the Vale and see the world. My motives weren't pure at all. Maybe that confidence in my affinity to the wind element was really just me overcompensating for how little the villagers believed in me. I don't know. Karina. I wasn't the Alm that Longrin needed. I wasn't committed enough. But now, after such a long adventure, I can say for sure that I want what's best for the world, and especially for my home in the Vale. Thought that we could lose everything, all the people we've met, the places we've seen, the memories we've made. I won't let that happen. I'm ashamed of how I wanted the Vale to beg me to save them. I'd never do that again, not now that I've seen so much of the world. Now it's up to me to prove that I've changed. I'll do whatever it takes to save Longrin. I won't let anyone or anything get in my way. But I can't do it alone. Please help me.
And here I went through the trouble of composing you a song to boost your spirits. Guess I was wasting my time. No one could refute your current resolve, Karina. All you need do is rally and resume your efforts to remove the rock. Give the villagers a chance to see your hard work. It may take time, but they will come around eventually. We can't let them all down. We'll be the winds of change that fix things for the Vale. Thank you all so much. We've got this, Ramco. Don't worry. Overestimated our own strength. No, we got this. Just a little more. Where there's a will, there's a... Oh, who are we kidding? What? Why are you all... Karina, dear, you really need to work on your persuasion skills. I told you better than that. She takes after you, after all. Don't you start. I'm sorry, Karina. I should have been more willing to listen to you. I know you just wanted to help the Vale. And I still yelled at you. Oh, my back. Ja, dass es sich jetzt so entwickelt, das war eigentlich relativ klar, ne? Ich dachte eigentlich schon jetzt, als wir dorthin gelaufen sind, haben ja links schon Leute rumgestanden. Da dachte ich, das wären schon die Leute. So von wegen, oh, wir haben uns doch anders überlegt, wir helfen dir jetzt. Dass es dann erst passiert, als wir zu fünft irgendeinen Riesenfelsen wegschieben wollen. Ach, Japano JRPGs, alter, brutal. Oder Japano RPGs, besser gesagt. So, Ramco, puste mal brutal dagegen. Ja, brutal. Da kommt sogar der Bildschirm nicht mehr mit. So heftig haben die geschoben. Oh, look at this mess. I'll never get the stains out of my garb. Well, I'll be. We actually managed to work together and move that boulder. We did it, everyone. Well done. The Elemental of Wind granted us his divine assistance in our hour of need. With Sylphid's help, we prevailed. And, of course, we owe our thanks to Karina, the Soul Guard, and the rest of the Alms for reminding us of what's really important. Well, don't thank me just yet. We still need to subdue Besseroth and find Shiryu after all. So, you are going to the Wind Sanctum after all? Even though that's where you got hurt before? Be fine. I'm not the same person I was back then. Plus, I've got a bunch of dependable friends I can rely on this time. You'll help too, right, Ramco? Could it be? Is that the legendary sacred beast Flammy? Thanks to all your support and your combined efforts, Ramco's not afraid to take us into the Sanctum anymore. Thanks again. Leave the Benevedon smashing and Shiryu saving to me. Come on, Val, Morley, Palomina, Julie. There's no time to lose.
ohne Witz, da war viel Story, bla bla. Wir müssen mal weiter. Also ich freue mich wirklich schon auf New Game Plus, wenn ich da alles wegklicken kann. Nicht, dass die Story jetzt nicht so geil wäre, aber an dem Punkt jetzt hier ist sie nicht so geil, finde ich. Wo jetzt jeder da so sein eigenes Süppchen da noch dreht und so. Jo, und Juli, die ewige Blume oder sowas. Jo, und er wird der Blumendorf-Typi und was weiß ich. Und er hat doch ewig gegossen und hat darauf gehofft, dass die Sprösslinge wiederkommen. Und hätte man ihm doch Dünger gegeben. Und jo, da ist dein Dünger und alles klar. Das wird so ungefähr die nächste Story. Jo, das finde ich jetzt nicht so spannend, als zum Beispiel, was halt zum Beispiel noch mit Vale passiert oder sowas. Oder halt hier generell, dass sie sich ja wahrscheinlich am Schluss nicht opfern, gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht doch opfern, wie auch immer. Oder was mit Hina passiert, das wollte ich eigentlich sagen. Ob man die wieder sieht. Wind here doesn't feel right. But no wind will feel right until we take care of that Benevedon. Sure, you probably went this way too, right? We better hurry. So is anyone ever going to explain who this Shiryu guy is or what? Oh, right. You weren't around then. I'll explain as we go. Das ist ganz cool, dass sie das aufgreifen. Das wird in so Spielen auch super selten gemacht. Weil manche Gruppenmitglieder ihn ja einfach nicht kennen können, ne? Das war ja, glaube ich, der Typ, wie gesagt, der uns da am Anfang zur Geweihten gemacht hat oder uns die Quests da gegeben hat, wie auch immer. So, wo kann ich denn speichern? Ich muss Schluss machen. Was? Ich kann nicht speichern. Windströmungen im Windsanktum gehen, starke Windböen, die du als Fortbewegungsmittel nutzen kannst, springen die Strömung hinein und auf geht die Party. Dann machen wir das doch. Was? Achso, da hinten habe ich sie jetzt aktiviert. Ich bin also gerade zufälligerweise richtig gegangen, oder was? Und habe wahrscheinlich jetzt gerade schon... Ah, krass. Ein Quallensauger. Und habe wahrscheinlich jetzt schon einen Speicherort oder der Kaktus übersehen, der vielleicht jetzt hier in den Gebieten gar nicht am Start ist. Wie auch immer, wir machen Damage. Wir machen kritischen Damage, der angeblich resistent ist. Oder hier auf Resistenz läuft. Aber das kann uns alles egal sein, weil es trotzdem noch ein guter Damage ist. Und die Verteidigung des Gegners trotzdem reduziert wird und so ein Spaß, ne? Hey, do you think the people of the Vale understood how grateful I was for their help? So, jetzt geht's mit Karinas Kram weiter, ne? Was ist denn hier mit Speicherort, Leute? Die Speicherorte werden langsam weniger oder so, ne? Oh, hier haben wir nochmal... Oh, Alter, krass. Die KA-Leiste ist schon wieder gleich voll, ne? Beziehungsweise jetzt voll, oder? Gut, das werde ich jetzt nicht nutzen. Machen wir Großmümmler. Da sagst du nix. Da kannst du nix machen. Was kriegen wir hier in ein XP? Ja, auch 2-2. Nice. Ja, hier. Kelch des Vertrauens. Einfach hier schon. Krass, nice. Verwenden. Jo, alles klärchen für Karina. Die hat 2 neue Plätze. Was haben wir denn da Schönes? Oder das werde ich offcam machen. Das schauen wir uns gleich an. Ich möchte eigentlich nur noch an den Speicherort kommen, weil der gute Kollege Monty muss dringend auf die Toilette. Sonst macht er in die Hose. Da geht gleich nichts mehr. Was ist denn jetzt los? So, da komme ich vielleicht. Nee, komme ich nicht. Rüber. Ah, hier könnte schon vieles versteckt sein, ne? Mit hin und her fliegen und so weiter. Da hinten habe ich schon was übersehen. Nee, Leute, da mache ich hier an der Stelle Schluss und vertraue einfach darauf, dass jetzt meine Technik hier nicht komplett abscheißt und jetzt ein Stromausfall oder irgendwas da am Start ist, was ich ja die ganze Zeit immer als Sorge da habe. Und da können wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weitermachen, weil sonst mache ich Hose und das wäre nicht so geil. Ja, irgendwas habe ich da jetzt aktiviert und gemacht. Achso, ist das sogar die Richtung? Ah, da sind die Babydrachen. Gut, dann machen wir die noch weg und gucken mal, was hier noch abgeht. Ein Baby-Tiamat. Da machst du aber mal gar nichts. Ein fataler Glanz.
Der Damage ist so brutal. Und auch ihn könnte ich noch umskillen oder erweitern und so ein Kram. Das wird noch so amok, sage ich euch, Leute. Das, was wir hier sehen, ist immer noch Nebenauftrag. Hat Mysterienkeks haben wir jetzt bekommen. Jo, Nebenauftrag abgeschlossen. Endlich haben wir die mal vor dem Dungeon bekommen. Finde ich auch mal ganz sinnvoll. Statt immer später und so ein Kram. Jetzt macht es doch wieder Bock und ich muss nicht mehr auf Toilette. Kann man ja auch mal bringen, oder? Nee, komm, ich muss Schluss machen. Jetzt, wo ich auch auf die Anzeige schaue, wie viel Zeit schon vergangen ist. So, da können wir irgendwie rüber. Ist das jetzt richtig? Und dann müssen wir hier rüber. Bin ich hier richtig gelaufen? Hängt da unten irgendwas rum? Oh, da hängt einer rum. Da hängt einer rum, Leute. Okay, also habe ich vorher die ganzen Dinger übersehen. Oh, ist das bitter. Also ist es nach wie vor so, dass in allen Gebieten so ein Kaktusfratz ist. Bitter, bitter, bitter. Gut, alles klar, Rom. Da haben wir das ja auch noch gefunden. Jo, nee, da mache ich hier Schluss. Hoffe drauf, dass jetzt nicht ein Stromausfall oder Elgato, Quatsch, sage ich nur Elgato, OBS oder sonst was hier rumstresst. Und dass das dann alles klappt. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. So, kann ich... Achso, ich kann mich auch in die Richtung da kicken. Nee, kann ich nicht. Aber ich muss dann da rüberfliegen. Oder muss da so hochjumpen. Ah, hochjumpen. Das ist die Lösung. Krass, oder? Wie ich abgehe. Gut, dann machen wir hier an der Stelle weiter. Das nächste Mal. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.